driving the stage. I remember the first day driving the stage. Tila, da ist er! Hi! Hi! Ach, ich dachte schon. Das wär's gewesen, ey. Ich bin ja überhaupt nicht gewöhnt. Niklas! Wir machen es heute mal anders. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit genommen haben, weil er ist eigentlich, macht er nämlich heute Radio und ist danach die ganze Zeit nicht mehr in Köln. Und extra, weil die beiden sich so gut verstehen, hat er sich die Zeit genommen, anderthalb Stunden zu uns zu kommen. Vielen Dank nochmal dafür. Deswegen wird heute das Interview auf die Christina eröffnen. Ja. Die aufgeregte Christina. Ich habe gerade, das ist so schön, dass ich ihm zeigen kann, wie ich ihn verehre als Schauspieler und als Mensch habe ich ihn jetzt kennengelernt. Und also ich darf das offen zeigen und bin nicht deswegen uncool. Ich zeige ihm meine unglaubliche Verehrung und er nimmt es gerne an. Den wir haben. Er hat jetzt ja auch die goldene Kamera bekommen und Gratulation nochmal. Ich habe ein wenig über unsere Schule erzählt, ein wenig, aber das ist jetzt auch nicht unser Fokus. Wir wollen jetzt hier was hören und fragen. Ich hoffe, ihr habt genug zu fragen. Meine erste Frage ist aber, wenn ich das darf jetzt, wann kam der erste Wunsch, ich werde Schauspieler. Wie war das? Ja. Das ist natürlich sehr, sehr lange her. Aber ich weiß es noch, ich wollte nie Schauspieler werden. Das ist das Besondere. Ja, ich wollte eigentlich Architekt werden. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Thüringen, aus Weimar. Und die haben auch ein Theater. Aber ich wusste nicht, als Kind oder als Jugendlicher, wusste ich gar nicht, dass Schauspieler ein Beruf ist. Ich habe immer gedacht, die treffen sich da und abends und setzen sich da die Pappnase auf und dann geht es irgendwie ab. Und das hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Ich hatte nur ein komisches Talent, auf das ich nicht stolz war und das mich auch nicht besonders interessiert hat. Ich konnte am besten von allen Gedichte aufsagen in der Schule. Oh, das ist doch was. Ja. Ich habe gedacht, was ist das für ein komisches Talent? Ich wollte über Fußball spielen und die scheiß Gedichte auswendig. Das war mir zuwider, aber wenn ich sie dann aufgesagt habe, dann waren sie alle irgendwie begeistert. Und dann haben sie mich, DDR, das Ganze spielt ja in der DDR, ja. Da gab es immer so Wettbewerbe, so Rezitationswettbewerbe von den Schülern. Und da haben sie mich immer hingeschickt und ich habe immer gewonnen. Ich war immer unter den ersten drei, obwohl ich das Zeug kaum auswendig konnte, mich versprochen habe und so, aber irgendwie konnte ich Gedichte aufsagen. Da haben wir es. Und da hat wahrscheinlich der Ursprung gelegen. Und dann ging es ganz normal weiter, dann musste ich mich für einen Beruf entscheiden und dann wollte ich gerne Architekt werden, was in der DDR übrigens auch nicht ganz so einfach war, weil Architektur dort eben auch ein bisschen anders war, als man das so jetzt hier so kennt. Und dann hatte ich aber keinen Studienplatz direkt gekriegt und dann musste ich zur Nationalen Volksarmee mit 18 Jahren, da müssen ja alle hin. Und danach musste ich irgendwie Zeit überbrücken und da bin ich am Theater gelandet, als Kulissenschieber.
weil mir ein Freund gesagt hatte, der Schauspieler war, dann habe ich schon mal einen Schauspieler immerhin gekannt, und der hat gesagt, das ist gut da am Theater, da sind viele junge Weiber, weil das war ja, da gab es ja noch ein Ballett, und du machst dich nicht tot, also es hat mit Arbeit nicht viel zu tun, so war es dann und so. Wenn ja, ich war ja ganz jung, ich hatte ja Kraft wie so ein Stier, das war ja noch eine ganz andere Zeit. Und der hat mich dann überredet an die heutige Schreckensschule Ernst Busch, die damals staatliche Schauspielschule Berlin hieß, hinzugehen und vorzusprechen. Und ich bin wirklich hingegangen, oh Mann. So. Naja, ich versuch's. Und überhaupt kein Feuer. Und dann gab es damals zwei Prüfungen, eine sogenannte Eignungsprüfung und eine Aufnahmeprüfung. Ja. Und durch beide bin ich durchgepfiffen wie nix. Und ich war immer erstaunt über meinen komischen Erfolg da. Ja. Naja, dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann war ich eben Schauspieler. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es war nie mein Traum. Das ist interessant. Ja. Sehr interessant. Gibt es selten, glaube ich. Das gibt es selten für viele Geschichten, aber das habe ich noch nicht gehört. Die einzige Geschichte, die ein bisschen ähnlich war, war die mit Gerd Fröbe. Der war ja Bühnenmaler. Der war Bühnenmaler. Der ist auch wie die. Mit dem habe ich ja ohnehin einiges gemeinsam, zum Beispiel das Idiom. Obwohl, ich bin ja Thüringer, der ist Sachse. Also ja. Das ist doch mal ganz. Das ist wie zwischen Augsburg und München. Das ist zwar auch Bayern, aber die wollen nichts miteinander zu schaffen haben. Ja, Fröbel ist dann bei dem berühmten Erich Ponto. Der hat ihn entdeckt. Der hat gesagt, du bist Komiker. Ja. Und hat ihn eigentlich als Komiker ausgebildet. Julius? Direkt dazu eine Frage. Was haben Ihre Eltern gesagt dazu? Ja, das finde ich auch interessant. Naja, das spielt ja alles in den 60ern. Könnt ihr euch jetzt gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und insofern war das damals alles seltsam, dass da in der Schule, mein Vater war Rechtsanwalt, der starb sehr früh übrigens, da war ich 18, also der konnte in den Prozess der Berufsfindung nicht mehr so wirklich eingreifen, das war wahrscheinlich auch gut so, denn der war ziemlich konservativ. Also der hätte es zumindest nicht begeistert aufgenommen. Während meine Mutter hatte so eine angeborene, was bei Frauen ja oft ist, eine angeborene Liebe zur Poesie. Sie war romantisch und poetisch und liebte den Wohllaut und was weiß ich. Die fand das gut. Die hat das dann auch befördert. Also die war richtig, man könnte fast sagen, die war Feuer und Flamme. Mehr als Sie, wahrscheinlich. Ja, ich bin dann auch fast zweimal rausgeflogen aus dieser Schauspielschule, weil ich bestimmte Dinge habe, ich gedacht, das mache ich nicht. Ich bin da nicht euer Kasper hier. Du wirst dich, Thomas, du wirst dich gewöhnen müssen. Naja, also ich da habe ja noch Zeit. Jetzt gewöhne ich mich erstmal nicht. Es war immer, die ganze, eigentlich bis heute, stand ich immer ein bisschen schräg im Bild. Ja. Es war immer ein bisschen nicht ganz auf der Linie. Aber, mein Gott, bin ich 65 damit geworden, insofern. Hat das damit auch zu tun, um jetzt einen Sprung zu machen? Weil ich habe mir das ausgedruckt. Sie hatten auch geschrieben, dass Sie sind ja dann 84 tatsächlich auch ganz offiziell aus der DDR ausgebürgert worden. Also, ja, ausgereist. Also, ausgereist. Hatte das damit schon zu tun, dass Sie das von Anfang an gemerkt haben? Ich bin jemand, der eben anders ist, spezieller. Und ich bin im System. Ja, das habe ich auch nie gedacht oder gewusst, dass ich anders bin. Ich bin häufig daran, dass ich irgendwie anders bin. Es kommt einfach über mich. Es gibt Momente, da reagiere ich einfach so. Und dann stelle ich erst im Nachhinein fest, die anderen haben anders reagiert. Also ich habe nie den Sonderling oder so. Ganz im Gegenteil. Mir ist das zutiefst unangenehm. Ja. In meinem Beruf, wenn Leute so den Sonderling rauskehren. Ja. Also vor allen Dingen offstage. Ja. Das geht mir furchtbar auf den Geist. Also da gehe ich gleich weg. Ja. Nein, ich damals im Osten, ich hatte auch gar kein Problem da mit Honecker und Mielke und so. Jedenfalls nicht mehr Probleme als die meisten. Ich merkte nur, irgendwie komme ich nicht. Man
ganz, ganz primitiv sagen, ich wollte eben auch mal nach Paris. Mhm. Warschau und Prag waren mir auf Dauer eben nicht genug. Und das habe ich ja lange, lange, lange runtergedrückt. Das hatte ich mit 16, 17 ganz besonders. Ja? Da ging es gar nicht. Ich bin ausgereist, den Antrag habe ich gestellt mit 30 und rausgekommen bin ich mit 33. Also da ist man ja schon verhältnismäßig erwachsen. Aber ich habe eben mit Ende 20 gemerkt, jetzt geht es gar nicht mehr. Also jetzt, wenn jetzt nicht was passiert, außerdem ist dann der Alkohol natürlich in unserem Beruf eine ganz gefährliche Droge, weil der alles kompensiert, was man irgendwie in sich reinfrisst. Das wird dann irgendwie, man wird temperamentvoller im Suff und redet dummes Zeug und träumt sich irgendwo hin und dann wacht man auf und merkt, dass das doch alles gar nicht so ist und dann muss man gleich weitermachen, damit die Ernüchterung nicht so gewaltig ist und so. Das war damals in meiner Jugendzeit eine große Gefahr. Wir hatten ja keine anderen Drogen. Das gab es ja bei uns alles nicht. Also wir hatten nur Schnaps und mit dem konnten wir natürlich wahnsinnig gut umgehen. Wir waren da schon Weltführer. Ja, und dann kam es eben zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr. Es gefällt mir nicht mehr. Ultimativ nicht mehr. Ich meine, es gefällt mir nicht mehr, das klingt jetzt so Larifari. Wenn du dein Land verlässt und deine ganze Existenz verlässt, das ist schon was. Ich hatte meine Freundin noch dabei, die habe ich schnell noch geheiratet, weil sonst wären wir nicht zusammen rausgekommen. Also nur Ehepaare kamen zusammen raus, Freund und Freundin, da lief gar nichts, das wurde auseinandergerissen und ich hatte noch meinen kleinen Sohn. Und wenn du so eine Entscheidung triffst, dann machst du das nicht nur aus Jux und Donnerei. Du weißt ja auch nicht, wo du hinkommst. Das wollte ich gerade fragen. Sie hatten also auf der anderen Seite der Grenze noch gar keine Arbeit, kein Engagement oder? Nichts. Nichts. Ich bin ins Flüchtlingswohnheim Eschborn bei Frankfurt. Da bin ich gelandet. Und da saß ich da. Und habe mir, aber ich war immer, Gott sei Dank, möglicherweise habe ich davon noch Reste, jetzt im Alter. Ich hatte immer so eine merkwürdige, geringes Verhältnis zum Verzweifeln. Ich habe gedacht, naja, wird schon werden irgendwie, wird schon irgendwie gehen. Das denke ich auch oft. Das ist ein schöner Satz, ein geringes Verhältnis zum Verzweifeln. Ja, sehr schön. Ja, ich habe gerade jetzt im Savoy einen jungen Kollegen getroffen, einen Schauspieler beim Frühstück. Und da haben wir das Thema auch gehabt, weil der hat gerade eine Niederlage erlitten und hat solche Ringe um die Augen. Und da ist mir so eingefallen, dass ich, wenn ich eine Absage kriege oder irgendwie, ich habe ja verheerende Kritiken gekriegt in meinem Leben, ja, bis zum Berufsverbot fast. Und das macht mich 2 Tage, bin ich da richtig platt. Und dann ist wieder gut. Ich meine, das ist eine ganz tolle Disposition. Ja. Finde ich. Ja. Also weil es Menschen gibt, die gehen daran zugrunde. Ja. Die gehen an der Tatsache, dass sie nicht von allen geliebt werden, gehen sie zugrunde. Und ich habe mir irgendwann gedacht, naja gut, geht ja gar nicht, dass sie dich alle toll finden. Und der findet dich eben hier extrem scheiße. Da habe ich mir da manchmal noch gedacht, was hat der noch gegen dich? Ja, was ist denn mit ihm? Ich wusste dann selbst, so richtig gelungen ist es dir nicht, aber dass man sich so drüber hermacht, das ist ja übertrieben. Und dann habe ich gedacht, der kann dich bestimmt nicht leiden. Und dann habe ich mir noch so 2, 3 Hilfsbrücken gebaut und nach 2 Tagen hatte ich das Ganze schon wieder vergessen. Das ist eine gute Eigenschaft, glaube ich. Sollte man als junger Mensch versuchen zu trainieren. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja, und dann war ich Eschborn, wie gesagt, und dann musste ich vorsprechen bei dieser ZBF, oder wie die hieß, da gab es so eine komische, da musste ich in so einem Raum, wirklich so einem Raum, mir war da nicht, ohne Kostüm, das war alles im Osten, musste ich dann in Räuberzivil, da irgendwie habe ich dann Transtod vorgesprochen und noch, ich weiß gar nicht mehr. Und dann kriegte ich 2 Anfragen, eine aus Essen und eine aus Kassel. Da habe ich so gedacht, naja, das ist nicht schlecht, Essen und Kassel, das ist schon okay, aber eigentlich
dachtest du natürlich noch ein bisschen anders, ja, als du da im Osten geträumt hast. Und da bin ich einfach ins Schauspielhaus gefahren nach Frankfurt. Mit dem Fahrstuhl, das werde ich natürlich nie vergessen, mit dem Fahrstuhl hoch bis ins Sekretariat, abgeklopft und gesagt, Tag, mein Name ist Thomas Thiem, ich bin Schauspieler, ich würde gerne hier anfangen. Da hat sie hinterher gedacht, ich habe eine Matsche, Alter. Und hat gesagt, naja, dann schicken Sie mal eine Bewerbung. Ja. Ja, sorry, und sonst haben Sie nichts, um Sie vorzubringen. Nee, sagt sie, hier müssen sich alle bewerben. Und da saß ein Mann in dem Sekretariat, zufällig, wirklich zufällig saß der in der Ecke und wartete auf irgendwas. Und der sagt plötzlich, warten Sie mal einen Moment hier. Ging raus, kam zwei Minuten später wieder und sagte, kommen Sie mal mit. Und führte mich ins Direktorenzimmer zu Adolf Dresen. Adolf Dresen war damals der Chef und ist der Papa gewesen vom Andreas Dresen. Ach. Der Regisseur. Ja. Von dem Regisseur Dresen, der Papa. Ja. Ist jetzt auch schon tot. Mhm. Also das Ganze spielt 84, das ist dann auch schon wieder 30 Jahre her. Und der guckte mich so an, das ist ja eh Fleischbeschauer, der Beruf. Guckte mich so an und ich war ja damals schon noch nicht ganz so schlimm, aber. Bleiben Sie mal ein Moment stehen. Naja, setzen Sie sich hin. Wo kommen Sie her und so? Und ein bisschen erzählt. Ja, könnten Sie sich vorstellen, auch erstmal als Gast? Ja, klar, sag ich. Also, ich wusste schon, ganz so doof war ich nicht. Ich habe schon gedacht, du musst noch ein bisschen spröde. Ich sage, ja, Gast ist ganz okay. Ich habe natürlich noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Essen und Kassel, ja. So Handbeamter. Er sagte, wir hätten nämlich hier, ihr kennt das Stück vielleicht, wir machen das Stück Die Räuber. Und in den Räumern gibt es eine ziemlich unbedeutende Rolle, die muss aber so jemand spielen, der so aussieht wie ich, der heißt Schweizer. Schweizer ist der Kumpel vom Karl, der ihn, es ist nicht keine Leuchte, aber der haut ihn immer raus. Das ist so der gute Kumpel, der kräftige, gute Kumpel, der für Karl Mohr das Feuer geht. Die Rolle hat er mir angeboten. Ja. Ich kannte die Rolle und dachte, naja, gut, für den Anfang. Daraus wurde ein 5-Jahres-Vertrag. Wo ich dann alle Hauptrollen gespielt habe die letzten Jahre in Frankfurt, dann ans Burgtheater gegangen bin und dann ging es eben immer weiter. Also auch da wieder dieser Weg, wieder einfach mal etwas tun, was andere nicht tun. Ja, ja. Und sag, mein Name ist Thomas Thiem. Ja, das würde ich doch heute überhaupt nicht mehr bringen. Ich würde auch heute nicht mehr das Land verlassen. Ich würde mir die Hosen scheißen vor Angst. Aber wenn man jung ist und weiß nichts und hat nur Projektionen und keine Realität, dann geht man eben los. Hier. Zum DDR gemacht. Also, als Sie vom Schauspielhaus in den Aufzug stiegen, waren Sie ja schon 36. 35 Jahre alt. Das war nicht mehr ganz so jung. Hatten eine Frau und ein Kind. Also ja, aber ich bin. Ich habe auch damit einen großen Vorteil gehabt. Ich war nie, wie diese sehr gut aussehenden jungen Männer hier, ich war nie der jugendliche Held und Liebhaber. Also Held schon eher, aber nicht Liebhaber. Mich hat keiner in Verbindung gebracht mit Liebesszenen. Nie. Verstehe ich nicht. Das hat sich übrigens auch nicht aufs... Wir haben eine Kamera hier, ja? Das hat sich übrigens auch nicht aufs Leben ausgebreitet. Das war im Wesentlichen auf der Bühne. Aber da war ich einfach nicht der Typ, der so Zeug... Kein Mensch, die hätte sich totgelacht, wenn er dann gesagt hätte, wir machen jetzt Romeo und Julia und Thomas spielt Romeo. Und deswegen... Ist das nicht so schlimm gewesen? Weil eigentlich fing meine ganze Schauspielerei erst an, interessant zu werden nach 30. Eigentlich richtig interessant nach 40. Das gibt's. Gerade bei Männern. Ja, es gibt auch hochinteressante Frauenkarrieren, die als Frau überhaupt erst begonnen haben. Als Mädchen ging es nicht. Wollte keiner oder sie konnte nicht oder was.
Und als Frau plötzlich haben sie gesagt, warum, was ist jetzt los? Und bei mir war das wirklich so, dass ich ja, eigentlich ab 40 nehme ich das, was ich getan habe, auch erst wirklich ernst. Also vorher habe ich mich bemüht, ja, redlich. Vielleicht war teilweise auch manchmal was ganz gut, das kann schon sein. Ja. Aber so ab 40 lege ich so ein bisschen die Hand dafür ins Feuer. Also da bin ich verantwortlich zu machen für das, was ich da getrieben habe. Das wundert mich ja mit dem kleinen Auto. Ne? Wann haben Sie denn die Liebe zum Schauspiel entdeckt? Weil wenn Sie nicht von Anfang an Schauspieler werden wollten, oder sagen wir mal, auch während der Ausbildung noch nicht so Schauspieler wirklich werden wollten, wann kam denn das Herzblut, also die Liebe? Ja, das Herzblut ist eigentlich bis heute nicht da in Bezug auf den Beruf. Es ist nur da in Bezug aufs Spiel. Ja, das meine ich ja. Ja, das war dann schon sofort. Also das war schon beim Vorsprechen da in Berlin. Das war schon bei den Gedichten nämlich. Also ja, ich habe die Gedichte natürlich, wenn ich... Ne? Das ist es. Gut, dass Sie da nochmal einhaken. Ja. Die Gedichte habe ich natürlich mit Inbrunst von mir gegeben. Das ist schon ein seltsames Phänomen. Ich hatte überhaupt keinen Bock, schon gar nicht das Zeug auswendig zu lernen. Aber wenn ich dann dran war... Ja. Ich war sofort drin. Ja, wie schön. Wie schön. Also möglicherweise hat das wirklich was mit einer die Sprache. Voraussetzung für den Beruf zu tun. Ja, ja. Dass ich also überhaupt nicht länger, ich habe auch nicht nachgedacht damals. Mhm. Später kam dann leider das Denken dazu beim Beruf, das ist ja das Problem für viele. Ja. Aber bei diesen Gedichten, ich habe nicht, der Prometheus bedecke deinen Himmel, Zeus, da habe ich losgefeuert, ja. Aber ich wollte noch die Kurzgeschichte wollte ich nicht erzählen. Die bezog sich auf das, was ich gesagt habe. Rezitationen, dass das mit den Rezitationen hatten wir die Frage war ja mit der Liebe zum Beruf. Ja, die Liebe zum Beruf ist aber positiv. Der Beruf als Beruf ist kein Beruf. Richtig. Also so geht das ganze Ding erstmal los. Ja. Das ist ich nenne das immer ein Voraussetzungenberuf. Also ohne die Voraussetzung eines Talents ist dieser Beruf überhaupt nicht anzugehen. Im Gegensatz, sagen wir mal, zur Sekretärin oder zum Dachdecker. Ja, ja. Ich meine, die müssen auch gewisse Fähigkeiten entwickeln, aber das muss jetzt nicht unbedingt ein Talent sein. Während dieser komische Schauspielberuf, der ist eben dadurch auch so unwägbar, weil man den Begriff Talent nicht wirklich definiert. Man kann ihn schon kaum definieren. Im Osten haben sie es immer versucht, über Brecht. Brecht hat ja für alles eine Mitteilung. Er hat auch, glaube ich, gesagt, Genie ist Interesse. Und auch von ihm. Gut, wenn du das jetzt auf Talent umlegst, ist dann eben Talent Interesse. Naja, maybe. Aber vielleicht auch nicht. Also ich bin da mittlerweile nun so vorsichtig, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was Talent ist. Also ich wusste schon überhaupt mal viel mehr über den Beruf. Vor 20 Jahren wusste ich irgendwie alles, jetzt weiß ich eigentlich nichts mehr. Ich weiß nur, dass es eben seltsame Phänomene gibt in dem Beruf, die man verfolgt und wo man denkt, was ist denn hier passiert? Ich war ja schon mit 29 Jahren Lehrer und jetzt bin ich 65, das sind ja 45 Jahre. Wobei ich schon wieder seit 10 Jahren nichts mehr mache, weil ich mich mit der Ernst-Busch-Schule, sagen wir mal vorsichtig, nicht verstanden habe. Aber ich habe dann wirklich zuletzt auch nicht mehr genau gewusst, und dann solltest du auch nicht mehr Lehrer sein, ich habe nicht mehr genau gewusst, was ich da nur überhaupt noch von mir geben soll. Ich habe mich dauernd geärgert, ich wurde auch immer unleidlicher, weil die so lange brauchten. Ich denke immer, wenn man das jetzt sagt, du mach mal so, dann macht er das. So ist es aber nicht. Und dann erklärt er dir, was er gemacht hat oder was er machen wollte. Und dann sagst du, ja,
Das habe ich schon verstanden. Ich habe es nicht gesehen. Kannst du es jetzt mal... Spätestens dann sagt er, ja, ich komme jetzt zu sehr unter Druck. Und dann höre ich, oh, dann geht es ja nicht mehr weiter. Also dann zieht er zurück, weil er Angst hat. Weil er weiß, ich habe es immer noch nicht. Ich kann nicht unter Druck. Ja, und dann, ich meine, muss euch das ja nicht durchdeklinieren. Das ist dann eben unschön. Und solche Proben hatte ich dann mit Studenten immer öfter, so unschöne. Wo sie auch völlig unsortiert waren. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich mache mal eine Runde um den Block. Bin in einer halben Stunde wieder da und bis dahin könnt ihr euch mal überlegen, was ihr da jetzt überhaupt vorhabt. Ich meine, das muss ich mir nicht angucken. Da sitze ich nun hier und höre eurem Gestammel dazu. Das könnt ihr doch auch ohne mich. Stammelt erstmal ohne mich. Und wenn es ein bisschen sinnvoller wird, dann rufst du mich an und dann komme ich wieder. Ja. Bin ich wiedergekommen und dann ging es. Aber natürlich macht das auf Dauer keinen Spaß. Also da setzt sich viel Frust ab und dann habe ich gemerkt, ich habe sie nicht mehr lieb. Aber wenn du die Studenten nicht mehr lieb hast, weil sie ja wirklich arme Schweine sind. Stehen da, du sitzt dick und fett da. Und stehen da und müssen dann wie behaupten, sie sind Gretchen oder so. Ist ja alles furchtbar. Und wenn du sie da in ihrer Hilflosigkeit nicht liebst, dann wirst du zum Zyniker und dann musst du weggehen. Und kurz bevor ich eben viele Lehrer nicht tun. Ja, kurz bevor ich zum Zyniker wurde, bin ich abgezwitschert. Ich glaube, da spricht unsere Schule Bände, weil das können die Schüler bestätigen, dass unsere Dozenten mit ihrer ganzen Liebe unterrichten. Ist das so? Ja. Ja. Das ist nicht Ernst Busch. Ja. Nee, das ist was Sie eben gerade gesagt haben. Ich glaube, dass viele, die unterrichten, vergessen haben, wie sie sich selber fühlen. Sie sprachen von der Liebe, aber eben auch aus der Erinnerung daran, wie sie sich selber gefühlt haben. Die stehen da vorne und fühlen sich schrecklich. Also muss ich sie ja lieben und unterstützen dabei und nicht noch dabei zerbrechen. Ja, das musst du schon. Manchmal musst du das sogar wieder Besseres wissen. Ich meine, ich habe früher auch gedacht, man soll Leuten knallhart sagen, dass sie kein Talent haben. Das geht auch nicht, weil da kannst du dich nämlich auch knallhart irren. Ja. Und 5 Jahre später ist der plötzlich da und du siehst ihn und sagst, was ist denn hier los? Und dann kommt er zu dir und sagt, siehst du, du Vogel? Ich bin so rumgegangen und nicht so rum. Du hast immer gesagt, dass ich so rumgehe. Ich bin so rumgegangen. Also ich bin auch deswegen nicht mehr Lehrer, weil ich es nicht mehr beurteilen will. Es ist eben auch tatsächlich schwer. Es gibt ja auch diese Geschichte von Gene Hackman und Dustin Hoffman, die zusammen in einer Klasse waren und in einer WG gewohnt haben und am Ende der Ausbildung der Lehrer gesagt hat, es gibt hier 2 Herren in der Klasse, die es definitiv nicht schaffen werden. Mr. Hoffman und Mr. Hackman. Haben wir gelesen in einem Buch, das genau das eben auch war. Und die beiden wohnten in der WG und haben gesagt, okay, Hermann und Krempel und den zeigen. Ja. Es ist schon ein ziemlich imponderabiler Begriff, Talent. Auch der Zischlautfehler oder wie soll es immer bei, wir sind ja so furchtbar technisch erzogen, da dieser DDR-Schule, da diese, auch weder ein S-Fehler noch ein Zischlautfehler noch ein Stottern hat große Schauspieler davon abgehalten, große Schauspieler zu werden. Das hat gar nichts damit zu tun. So verrückt. Ja. In der Schule ist das A und O. Was haben die sich mit meinem Dialekt gequält? Was haben die mich gequält? Ja, das glaube ich. Ich habe mich da bemüht, immer noch. Aber wenn ich direkt reden will, muss ich so sprechen, wie ich spreche. Ich kann mir nicht Gedanken machen, was meine Lehrerin da gerne hören will. Das ist, also bin ich jetzt auch schon tot. Das ist das komische Vorsprechen, was ich hatte an dieser Schauspielschule. Ich glaube, unter anderem bin ich deswegen genommen worden, weil da hatte ich wieder so einen Thema-Ausfall. Da habe ich nämlich, der doofe Typ, mit dem ich das einstudiert habe, mein Freund, der Schauspieler, der hat mir seine Rollen gegeben.
die er mal vorgespielt hat. Ja. Und der war so ein schlanker, gut aussehender junger Mann. Und der hatte Hamlet vorbereitet. Den Monolog, oh schmölze doch dies allzu feste Fleisch. Ja. Hab ich nie vergessen. Und ich habe mir das dann eben auch drauf gedrückt. Und ich dachte, okay, keine Ahnung, was Hamlet war. Scheißegal, oh schmölze doch. Und hab dann losgelegt, ja. Und da waren vielleicht so 2, 4, 6, 7 seid ihr, vielleicht noch 3. So 10 Leute saßen da unten. So Lehrer mit. Ich habe losgelegt und plötzlich merke ich, so. Und ich war wie gesagt, der Junge aus Weimar, ja, der das nicht mochte, wenn irgendwie gelacht wird. Da habe ich abgebrochen und soll, das ist mir dann später von meiner Direktorin nochmal gesagt worden, soll gesagt hat, so pass mal auf. Ich bin hier nicht aus Weimar hergekommen, um mich von euch verarschen zu lassen. Entweder ist hier unten Ruhe, das wird nicht gelacht, oder ich packe meine Klamotten und bin sofort wieder verschmutzig. Das war dieser Beitrag von anderthalb Sätzen. Da wussten sie den Heber. Bin ich heute, wo ich den Beruf kenne, der Scheiß Hamlet, der war furchtbar, ja. Und da war der Dialekt natürlich damals noch viel schlimmer, ja. Und die konnten ja nur lachen, das ging ja gar nicht an. Und dass ich dann gesagt habe, passt auf, nicht mit mir, das könnt ihr hier mit euren Berliner Fuzzis machen, ich fahre wieder nach Hause. Das hat sie gebracht. Das hat sie gebracht, weil sie das bewundernswert fand, dass sie diese Meinung hatten, oder weil es für sie eine Herausforderung war, die machen wir uns parat. Ich glaube, es war eine Mischfrau. Ich glaube schon, dass sie das so ziemlich witzig fand, dass da einer nur nicht so darauf scharf ist, dort überhaupt genommen zu werden, was ja auch nur wirklich stimmt. Das habe ich denen natürlich vorher nicht gesagt. Ich gehe ja nicht hin und sage, so passt mal auf, eins von vornherein, ob ihr mich nehmt oder nicht, ist mir scheißegal. Das geht ja nicht. So kannst du ja kein Vorsprechen begeben. Und das Letzte habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht haben sie auch gedacht, den machen wir uns zurecht. Ja. Diesen Kaspar Hauser hier, den bringen wir in die Kulturform. Was Sie ja gesagt haben, da war das sehr militärisch, sehr streng und diese ganzen Geschichten viel eigener. Das war so furchtbar ehrgeizig. Es war eine Elite-Schule. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wir hatten 17 Millionen Einwohner, die DDR. Wir hatten 3 Schauspielschulen, um es genauer zu sagen, 2,5. Berlin, 25 Absolventen, als sie alle durchkamen, es kamen ja nie alle durch. Leipzig 20 und Rostock gab es noch, die hatten 10 oder 15. Das heißt, es gab für die ganze DDR 25, 45, 55, 60 Studenten. Bei 17 Millionen Einwohnern 60 Schauspieler. Es gab keine Privatausbildung. Natürlich konntest du privat dich ausbilden, aber du kriegst keinen Job. Das war ein geschützter Beruf, also ohne Pappe, ohne Diplom, keine Rolle. Nicht im Film, nicht auf der Bühne, nirgends. Das heißt, die haben uns zu so einer Elite praktisch gemacht. Und so wurden wir dann in Berlin. Und Berlin war Number One von diesen 3 Schulen, klar. Und wir wurden richtig so, ihr seid die Auserwählten. Und diesen Zirkus macht Ernst Busch bis heute. Also das hat sich erhalten, dass man dort denkt, man kommt in so eine Kaderschmiede, in so eine Kadettenschule. Ja. Alles Einser. Und da entsteht dieses schreckliche Phänomen, was ich an Schauspielern so furchtbar finde. Wie willst du es denn? Ja? So auf Knopfdruck, heulen, lachen, alles aus der Technik hergestellt. Ja? Das können die teilweise wirklich gut, weil sie es natürlich auch trainiert haben. Und es spielt sich eigentlich gar nichts ab. Das mag ich an dem Beruf nicht. Also das gefällt mir nicht. Also das kann jeder machen. Die sind ja auch teilweise sehr erfolgreich. Das wollen wir ja nicht. Das kann man ja nicht abschmeißen. Können wir doch so sehr meckern. Da kannst du meckern, wie du willst. Das sucht dich nicht. Die mag ihren Weg. Aber mich interessiert das nicht. Und auch immer, wenn ich mit solchen Kollegen arbeite, ich krieg das ja schnell raus. Kriegst du ja schnell in den Weg.
Das sind die Ernst Buschler. Die sind schon die Speerspitze dieser technischen. Schneller, weiter, höher, habe ich immer gesagt. So die olympische Schauspielerei, also olympische Disziplin, das ist ja hier. Ja. Oder? Genau das ist völliger Quatsch. Und das ist unsere Philosophie auch. Sprechen und gehen kann jeder. Wie heißt das noch? Everyone can walk and talk. Your job is to create magic. Ja, genau. Das ist unser Leitspruch. Das, was noch dazukommt, das, was eben einen eben einzigartig machen. Ja. Also, was Sie eben auch speziell haben, dass Sie bis heute eben zu dem macht, der Sie sind. Ja, genau. Das hat sich dann irgendwann, ich glaube, die haben sich dann auf geheimnisvolle Weise an mich gewöhnt. Da haben dann gesagt, das hat eh keinen Zweck, das war schon auf der Schule so. Zweimal wollten sie mich eben wegschicken, wegen Renitenz, aber auch, weil ich eben einfach das nicht so richtig alles schön gemacht habe, so wie Sie sich das vorgestellt haben. Sie haben ja aber nie, leider offensichtlich, wenn ich Heckmann und Hoffmann höre, Talentlosigkeit nachgesagt, vollständige. So weit ging es nicht. Sie haben nur immer sehr sorgenvoll gefragt, was soll das denn nun mal werden? Das ist nur ein anderer Ausdruck. Ja. Auch nicht besonders positiv. Oh, da gehen schon ein paar Hände hoch. Sie sind da, die schon länger gemeldet. Fragen. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben ja gesagt, die Lust am Spielen ist so das, was Sie vorantreibt, also ja. Lust am Spielen. Und wenn Sie so zurückgucken auf so viele Jahre Schauspiel, was ist für Sie denn Ihr Erfolg oder wie definieren Sie für sich Erfolg? Weil andere sagen Ihnen ja, Sie sind sehr erfolgreich, Sie haben die Preise bekommen, aber wenn Sie so zurückgucken auf Ihre Karriere als Schauspieler, was definiert denn für Sie Erfolg? Ja, das hat sich natürlich auch in den vielen Jahren mehrmals geändert. Ich war schon auch mal der Meinung, ich müsste Marlon Brando werden. Klar, wenn man das auch nicht hat als Junger, dann ist man auch ein bisschen doof. Da muss schon die Latte hängen. Also man muss schon sehr viel wollen, um Durchschnittliches zu erreichen. Das ist schon mal klar. Ja. Aber heute ist es, insofern bin ich, heute ist es bei mir so, ich fühle mich eigentlich nur noch verpflichtet. Wenn ich Theater mache, fühle ich mich nur noch den Texten verpflichtet. Also was die Kritiker, wie gesagt, die haben schon geschrieben, dass ich praktisch einmalig bin. Und dann hat ein anderer geschrieben, dass ich einmalig scheiße bin. Also so einen Quatsch noch nie gesehen hat. Ja. Und dann hat er geschrieben, das wäre sensationell. So, und wenn du das dann alles nun mehrmals gehört hast, dann kommst du da auch runter. Also dann entspannst du dich. Das ist dann nicht mehr das Kriterium. Mit dem Publikum ist es eine ähnliche Geschichte. Das Publikum kann auch nicht das Kriterium sein. Also diese ganzen Volksschauspieler, die da immer bei irgendwelchen Umfragen gewählt werden, die sagen dann immer mit stolz geschwellter Brust, ja, ich bin deswegen so stolz, weil das ist ein Publikumspreis. Für mich hat das gar keine Aussage, dieser Satz. Außer die, dass das Publikum eben das Publikum ist. Die setzt sich ja nicht aus Fachleuten zusammen. Die mögen den eben ganz gern. Und es gibt ja viele so Volksschauspieler, die werden wahnsinnig geliebt. Welche Schauspieler sind das nicht? Das ist aber auch egal dann. Das ist dann auch wieder ein anderer Beruf. Volksschauspieler ist wieder ein ganz anderer Beruf als Schauspieler. Und Star ist auch wieder ein ganz anderer Beruf als Schauspieler. Kann passieren, dass unter den Stars ein paar gute Schauspieler sind. Und es kann auch passieren, dass von den guten Schauspielern ein paar Stars werden. Das kann alles passieren, aber das ist nie deckungsgleich. Das hat immer so Überlappungen. Ja. Also ich bin jetzt nur noch daran interessiert, wenn ich Shakespeare spiele, was ich ja eine Weile sehr intensiv gemacht habe, dass ich auf die Höhe von Shakespeare komme. Dass ich spüre, jetzt bin ich bei Shakespeare. Vielleicht noch mein Regisseur. Ich hatte ja jahrelang den Luc Perceval als Regisseur, ein Belgier, der sehr gut ist. Wir sind jetzt in Hamburg und da wir eben einen gemeinsamen Level, den wir gesucht und hin und wieder auch gefunden haben. Das war dann die Zeit, als Sie für Richard III. Den Preis gewonnen. Dirty Rich, ja, Richard III., Othello, König Lear, Tod eines Handlungsreisigen. Das waren unsere vier großen Sachen. Dafür haben wir
10 Jahre fast gebraucht, die hintereinander so zu machen. Aber das war schon, was das Theater betrifft, meine schönste Zeit. Also Shakespeare zu spielen, mit einem richtigen Regisseur, mit einem falschen ist scheiße. Ja, aber mit einem richtigen, das ist schon toll. Da kommst du schon in emotionale Gefilde, ja, wo du so in deiner kleinen Alltagswelt selten hingerätst. Also es ist auch etwas sehr Unabhängiges, was in Ihnen sozusagen geschieht, dass Sie spüren, okay, ich bin jetzt in der Rolle und alles andere ist total egal, ob das das Publikum gut findet oder schlecht findet oder die Kritiker, das bin ich. Ja, darum traue ich mich das eben kaum zu sagen, weil das euch auch gar nicht nützt. Ja. Das ist natürlich ein Luxus. Aber es ist ja eigentlich auch... Das ist eigentlich die Erfüllung. Ja. Wenn du bestimmst, welche Emotionen du zulässt und welche du nicht zulässt, dann hast du natürlich ein Korrektiv. Das ist aber in dem Fall eben nur der Regisseur und nicht jede Pappnase quatscht dir dazwischen. Ja. Darum finde ich auch diese Diskussionen am Theater. Ich habe übrigens aufgehört mit Theater. Vor 7, 8 Jahren habe ich aufgehört, was Neues zu machen. Ich habe also seit 7 Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile keine einzige neue Theaterproduktion gemacht. Ich habe nur noch Filme gedreht. Weil ich dieses Palaver da am Theater, das hatte ich wirklich auch irgendwann restlos satt. Also wenn ich nicht mit dem Personal gearbeitet habe, ich habe ja nicht nur 4 Rollen gespielt in 10 Jahren, da waren ja noch andere dabei. Und da gab es dann diese unglaublichen Gespräche da mit Dramaturgen und mit Schauspielern, die alles zerreden, bis sie mal einen Satz sagen. Und das ist nicht mein, Ding. Also da bin ich... Da verliere ich so an Kraft. Das merke ich richtig. Ich stehe mit denen auf der Probe und ich merke, wie das aus mir rausfließt. Und wie ich langsam zusammenfalle wie so eine Plastiktüte und alles rausschüttest. Und das wollte ich nicht mehr. Das hat dann dazu geführt, dass ich ganz viel Solo gemacht habe. Also Baal zum Beispiel, das ganze Theaterstück Baal habe ich mit meinem Sohn allein gemacht. Die auf der Bassgitarre und ich mache alle Rollen. Da waren wir in BE damit und in Hamburg und in Dresden und so. Und da habe ich eben gar keine Feindberührung. Da mache ich einfach, was ich will. Ja, da kommt nicht der, der sagt, so kannst du das nicht machen. Warum? Wie kommst du da jetzt drauf? Und dann diskutierst du das. Und in dem Moment zerstörst du dich. Ja, genau. Du kannst ein Kunstwerk nicht diskutieren. Das könnte man mal so als... Das könnte man mal als... Kannst es gut oder schlecht finden, und kannst es wie auch immer, aber du kannst es nicht diskutieren. Das war gut, dass Sie das so deutlich gesagt haben. Ja gut, aber da habe ich natürlich auch 50 Jahre gebraucht. Das heißt, es geht ums Spiel und nicht ums Reden. Es ist ja Spiel, das heißt ja Schauspielen. Ja, das gilt ja auch für die sogenannten Schwesternkünste, wie wir im Osten gelernt haben. Das sind die Schwesternkünste. Malen, Musik und so, geht das natürlich in gleicher Weise. Das nicht vorstellbar, dass Picasso auf der Grundlage einer Diskussion seine Bilder verfasst hat. Oder Goethe seine Werke. Ich glaube schon, dass der im Wesentlichen das hingeschrieben hat, was er meinte. Das ist auch gut so. Und ein Schauspieler muss das auch bis zu einem gewissen Grade machen. Das ist sehr, sehr schwer, weil der unglaublich viele dazwischen reden. Es ist nämlich auch ein Kollektivberuf, das ist ganz wichtig zu wissen. Es ist ein Kollektivberuf. Wenn man in einem Theaterstück oder einem Film auftritt, die anderen sind auch da. Und die wollen auch leben. Und die haben die gleiche Berechtigung. Und das ist schwer. Da muss man aufpassen, wie weit geht man nach vorn, wie weit lässt man sich zurück. Ja, das ist auch alles nicht zu diskutieren. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen, sagt Goethe. Ja. Und mehr kann man zu diesem Thema auch gar nicht sagen. Das muss man empfinden, und wenn man es falsch empfindet, fällt man auf die Fresse. Das werden dir die anderen teilen dir dann schon mit, was an dir nicht so schön ist. Ja. Weil ihr dürft nicht vergessen, die Binnenstimmung in Produktionen, wo es wirklich um etwas geht,
die ist schon, sagen wir mal, streng. Also, da geht so was. Wenn so was geht, da passt jeder auf, wo er steht. Und das ist auch ein Teil des Berufes. Da gibt es auch viele, die dem einfach gar nicht gewachsen sind. Was werden die dann später merken? Da hat sich noch ein paar gemeldet. Was haben Sie da? Rosita oder Chrissy? Ich hatte eigentlich nur noch mal eine Frage zu der Ernst-Busch-Geschichte. Ernst-Busch-Schule nennen. Sie hätte ich mal anregt. Aber nur so ein M dazwischen raus. Dann war so ein bisschen plötzlich M-Busch. Und zwar haben Sie dann gesagt, dass Sie zweimal rauswerfen wollten. Aber wie kam es denn dazu, dass Sie dann als Dozent haben wollten? Ja, das hätte dann irgendwann, ist das doch auch ein Selbstläufer, warum werde ich hierher eingeladen? Das ist doch, irgendwann bist du dann eben in irgendeiner Kategorie drin, das kannst du gar nicht mehr wirklich selbst bestimmen. Das waren Sie schon mit 29? Nee, das ist vor 10 Jahren. Ach, da war es erst Lehrer. 29 waren Sie privat? 29 war ich in Leipzig. Ach, das war Leipzig, in der Schule. Vor 10 Jahren in Lenzburg schon. Und ja, könnte auch 15 Jahre her sein. Naja, die riefen mich eben an, einer, und zwar meine alte Lehrerin, die lebt immer noch, die ist jetzt 90, fast 90, und die war damals noch dort. Und die meinte, wir könnten doch den Thomas mal fragen. Naja, und so kam das zustande. Mhm. Dann haben sie mich angerufen und ich hatte Lust, das war auch ein bisschen so ein Kribbeln, in die alte Schule zurück. Ja, das glaube ich. Die stand damals auch zur Hälfte noch, dann sie weggerissen. Das war schon Nostalgie auch, ja. Und plötzlich bist du der alte Opa, der da kommt, wo er als Halbstarker war. Ja, ist ja witzig auch. Ja, tolles Gefühl. Und ich habe mich auch mit einem enormen Enthusiasmus da reingehört. Aber eben nur mit den ganz falschen Methoden, deren Meinung nach. Ja. Ich habe zum Beispiel dieses, das wird euch vielleicht interessieren, dieses schneller, weiter, höher, rigoros bekämpft. Ich hatte da zwei Studenten, die mittlerweile auch sehr bekannt sind, deswegen wollen wir sie mal den Mantel des Schweigens über ihren Namen breiten. Ja. Die hatte ich, und da hatte ich Hedda Gabler gemacht, und dann ging das los, und ich habe gedacht, ich werde verrückt, ich habe kein Wort geglaubt. Da wurde gespielt. Da habe ich mir das erstmal alles alleine angeguckt und dann gedacht, ja, pass auf, das ist alles ganz gut und schön und die Stimme sitzt und das ist alles wunderbar. Aber irgendwie ist das doch hier völlig anders. Ja. Die Frau ist anders, der Mann ist anders. Das ist der ganz anders. Wie anders? Naja, ich sage anders eben. Erstens mal sind sie beide keine Schauspieler, so viel steht fest. Im Moment denke ich, ihr beide seid vom Beruf Schauspieler. Also Hedda Gabler ist Schauspielerin und Löwburg ist Schauspieler. Die sind aber keine Schauspieler. Ja, wie meinen Sie denn? Ich sage, ihr sprecht so komisch. Das war ein einziges Missverständnis. Und das wurde immer. Und dann hatte ich ein Vorsprechen gesehen, kurz vorher. Da haben die bis zu einer Stunde, bis über eine Stunde vorgesprochen. Die haben ganze Einakter einstudiert. Und auf dem Niveau eines durchschnittlichen deutschen Stadttheaters. Ja, mehr kann doch gar nicht rauskommen, ist doch klar. Ja. Das war alles technisch total, nicht perfekt, aber gut. Und es war eben so, wie wenn du jetzt nach Mannheim fährst oder nach Nürnberg, da siehst du das so auch. Es hatte aber überhaupt nicht den Reiz, den eine Schauspielschule entwickeln kann. Also suchen oder auf die Fresse fliegen oder riskieren. Das war alles ganz ordentlich. Eine Stunde. Ich habe mich zum Tode gelangweilt. Dann habe ich gedacht, so, das Erste, was du jetzt hier machst, du limitierst das Ganze auf maximal 10 Minuten. Aber die 10 Minuten, das versuchst du, die müssen so sein, wie du sie willst. Es wurden dann 7 oder 6 oder 7.
Also diese Heinis da, die hatten gerade Platz genommen, dieses Auditorium. Da waren meine Studenten schon fertig. Fix und Foxy waren die, dass das zu Ende war. Ja. Dachten, jetzt kommt der zweite Akt, der dritte Akt, der vierte Akt. Und dann war, da gibt es so einen großen runden Tisch in dieser Ernst-Busch-Schule. Wie bei König Artus. Und da sitzen sie dann alle mit ganz besorgt. Bei mir saßen sie mit ganz. Die Blöcke vor sich, die Stifte ganz besorgt. Ich habe auch so ein bisschen Mitleid, weil der arme Thomas ist doch auch von hier. Wie konnte das so viel? Hat der alles vergessen? Wie konnte das denn alles so schrecklich ins Kraut schießen? Naja, und dann hatte ich so ein Gespräch an, da waren sie eben sehr, sehr unzufrieden mit mir. Ja, und es gipfelte dann darin, dass die Hauptsprecherin, Frau Professor Schieß mich dort, sagte, ja, das war mein Stichwort und da bin ich dann ausgerastet. Ja, Thomas, aber eins müssen wir Ihnen schon sagen, unsere Studenten können ja viel mehr. Und da hatte ich sie. Da sind sie, das ist das Problem. Diesem Problem wollte ich mal auf den Grund gehen. Wenn Sie meinen, dass die sicher lauter, leiser können, und dass die auch flennen können und lachen können, das glaube ich Ihnen alles. Nur das, was ich von Ihnen wollte, das konnten Sie nicht. Ja, was wollten Sie? Ich wollte gar nicht sprechen, dass Sie sich einfach hinsetzen und Ihre Rolle spielen. Oder Sie am besten sind. Einfach so. Hätte Gabler eine Frau, die eingesperrt wird und nicht rauskommt, ich meine, das muss man sich doch vorstellen können, das ist doch nicht so kompliziert. Ja. Und ich sage natürlich, ich hätte das ein bisschen aufpeppen können, zum Beispiel hätte sich Hertha Gabler alle 2 Minuten mal auf den Fußboden schmeißen können und schreien. Da muss nicht zynisch werden. Ich meine das nicht zynisch, ich meine das eigentlich ernst, aber bestenfalls könnte man es auch witzig nennen, das ist doch schön. Hertha Gabler spricht immer so ganz normal und alle 2 Minuten fliegt sie vom Sofa und kriegt einen afrikanischen und dann setzt sie sich hin. Das wäre doch eine reizvolle Aufführung. Ja. Jedenfalls merkte man dann, dass wir nicht zusammengehören und zusammenpassen. Und dann hat man sich im beiderseitigen Einvernehmen, wie das bei einem Trainer jetzt nach der WM heißen wird, im beiderseitigen Einvernehmen in aller Freundschaft hat man sich getrennt, was mich nicht davon abhält, ununterbrochen irgendwo Interviews zu geben und Artikel zu schreiben, wo ich draufhaue auf diese Stelle. Ich bin mit Sicherheit einer der einigermaßen bekannteren Absolventen, auf den Sie sich nicht so gerne berufen. Ich bin auch nicht mehr eingeladen. Ich wurde noch eine Weile immer eingeladen zu Jubiläen. So und so viel, das und so und so viel. Das. Und am Anfang hing auch mein Bild mit bei den hübschen Absolventen. Also die sowas gebracht haben, waren dann so an einer Wand. Und so. Da gehörte ich noch mal eine Weile dazu. Da ist alles getilgt. aus den Annalen. Ich war gar nicht dort. Und als Sie ja da waren, ist ja auch nicht Ernst Busch, das war ja auch eine andere Schule. Ja, staatliche Schauspielschule Berlin, auch genau, die war auch eine andere. Ja, ich finde auch diese, ich habe mich ja mit diesem Namen immer schwer getan, dieser Quatsch. Also ich habe da nicht viel übrig für die. Und wenn man die kennenlernt, ich meine, das ist euch ja hoffentlich erspart geblieben, weil man einige von denen kennenlernt. Ja, wir haben den Charlie Hübner kennengelernt. Charlie ist ja Absolvent, der ist ja nicht Lehrer, oder ist auch schon Lehrer dort. Ach, Sie mal Lehrer? Ja, wenn man die Lehrer kennenlernt, diese Professoren oder Zehner oder wie die sich ja. Ja, Charlie fand man toll. Charlie ist einer der allerbesten deutschen Schauspieler. Ab und zu bekommen wir Bewerber für unsere Schule, die sagen, ich war auch an der Ernst Busch zum Vorsprechen. Und dann ja, da gehen Sie ja leider alle zuerst hin. Das und dann erzählen die mir natürlich auch ganz haarsträubende Sachen, wie kalt und wie schrecklich. Und ich denke immer... Die können sich natürlich aussuchen, weil das fängt ja immer an und dort wollen sie alle hin. Und ich meine, das ist auch nicht, sie wollen ja auch alle einen BMW fahren oder einen Ferrari. Und Ferrari schafft es dann eben als Number One zu gelten, dann wollen sie eben alle Ferrari. Ja. Und so ist das mit Ernst Busch. Ernst Busch ist eben der Marktführer und das machen sie schon sehr geschickt. Ja,
Das ist wahr. Wobei sie federn lassen, weil ich habe so etwas Ähnliches, was ich hier mit euch mache, mal in Frankfurt an der Schule, diese Hassliebe zu dieser Ernst Busch. Also einerseits wird sie total verachtet, andererseits ärgern sie sich alle, dass sie nicht genommen wurde. Und das wird wohl noch lange so bleiben. Das ist wie mit dem Burgtheater. Im Grunde auch ein Scheißtheater, aber jeder, der dort nicht genommen wird, ist auch traurig, dass er nicht am Burgtheater geht. Man will wenigstens dort wieder weggehen. Und sagen, ich bin weggegangen vom Burgtheater. Das klingt besser, als die haben mich gar nicht genommen. Nur eben. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Das Stichwort Theater. Sie haben ja wirklich jetzt an vielen guten Häusern gearbeitet und dann rüber zu Filmen gewechselt. Wie war das für Sie zwischen Theater und Film? Wie kamen Sie damit klar? Denn Theater ist es dann doch irgendwo anders. Man hat mehr Zeit, das Stück zu erarbeiten mit dem Regisseur. Und wie war der Wechsel so? Naja, es ist schon ein Beruf, das steht fest. Also es ist schon irgendwie dasselbe. Aber Sie haben schon recht, es gibt einfach viele Kleinigkeiten. Ja. So. Es ist mehr der Kleinkram, der unterschiedlich ist. Also du musst natürlich da einen Text können und du musst natürlich irgendwie vorbereitet sein, das ist alles dasselbe. Du musst da eine Rolle spielen, die musst du auf dem Theater spielen, die musst du vor der Kamera spielen. Es gibt eben so... Das ist ein Vor- und Nachteil, dass du so viel Zeit hast am Theater. Es ist nicht per se nur ein Vorteil. Wenn du ein Vierteljahr jeden Tag dasselbe machst, das kann dir auch erbärmlich auf die Nerven gehen. Ja. Ja. Und wie ist das... Viele sagen, das Theater ist ein bisschen größer vom Spiel aus. Wie empfinden Sie das? Ja, das ist das, worauf man sich da, das ist doch Kaffee. Ich meine, das kriegt doch jeder durchschnittlich intelligente Mensch mit, dass wenn hier eine Kamera ist und dort ein Publikum, dass das eine andere Darreichungsform ist. Also da musst du ja behindert oder blöd sein. Diese Diskussion habe ich nie verstanden, dass da tagelang diskutiert wird, dass vor einer Kamera anders gespielt wird als auf dem Theater. Ja, freilich kann ich das sagen. Wer das eben nicht hinkriegt, der kann eben nur das eine machen, da hat er ein Pech gehabt. Also, da kann er entweder keine Filme drehen oder nicht Theater spielen. Es gibt ja genügend. Es gibt ja genügend Leute, wie mein alter Kumpel Jürgen Vogel, dem ich fünfmal den Hamlet angeboten habe und der fünfmal gesagt hat, pass auf, Thomas, leck mich, das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Ich kann nicht auf einer Bühne, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Du, ich sage, du wirst eine Granate werden. Nein, wollte er nicht. Jetzt ist es übrigens auch schon das letzte Angebot 15 Jahre her. Also, jetzt ist er ja nicht mehr Hamlet, jetzt könnte er den Geist spielen. aber es gibt sowas, es gibt so Leute, da schließt sich das aus. Und die schließen das für sich auch aus. Aber ich meine, man kann es doch mal versuchen. Wenn einer zu dir sagt, du kannst überhaupt nicht Theater spielen. Ich kenne da ein paar, denen das gesagt wurde, mit denen ich dann auf der Bühne war. Da habe ich nichts davon gemerkt, dass die nicht Theater können. Und umgekehrt, ja, es gibt einfach Schauspieler, die verstehen das Theater falsch und deshalb sind sie vor der Kamera dann ganz unbrauchbar. Weil da platzt die Linse schon auf dem Theater und wenn dann ein Close-up ist, platzt die Linse endgültig. Die kannst du dann eben nicht mehr nehmen. Aber das ist so individuell. Da kann man kein Gesetz daraus machen. Du kannst auch nicht sagen, spiel größer, spiel kleiner. Guck dir mal die amerikanischen Schauspieler an, in den besten Filmen, wie die vom Leder ziehen. Da ist das Deutsche Stadttheater dagegen ein Altersheim an Temperament. Die pflastern dermaßen los und die Kamera macht eben mit. Da muss eben die Kamera machen. Wenn großer Schauspieler wie Marlon Brando spielt oder die alle, dann muss sich die Kamera eben gefälligst benehmen. Und nicht er oder Kinski oder so. Ja. Okay.
Die gibt es eben, die spielen so und Ende. Also groß, klein ist Quatsch. Oder, ja, oder mach gar nichts. Hör mal, mach gar nichts. Machen soll man sowieso immer gar nichts. Machen ist sowieso scheiße. Sein. So lange mit dir ringen, bis es so direkt ist, dass es nicht mehr anders geht. Nicht machen. Na, mach mal. Mach mal. Wenn ich schon höre, mach mal. Und das ist natürlich beim Drehen manchmal wirklich schwierig. Wenn du eine große Szene hast von 3 Minuten und hast 10 Minuten Probe und eine Viertelstunde, ja, dann wird das Licht gesetzt, dann wird noch mal eine schnelle Probe gemacht mit der Kamera, dann wird drehfertig gemacht und dann wird die erste Einstellung gedreht. Und die ist heute oft ein Master. Ihr wisst, was ein Master ist. Das heißt, die ganze Szene wird gedreht. Da steht irgendwo die Kamera, steht hier in der Ecke. Und die ganze Szene wird einmal durchgespielt. Das ist für manche alte Schauspieler heute schon kaum noch machbar. Weil die aus einer ganz anderen Zeit kommen. Da wurde nicht gemastert. Da gab es keine Totale. Da wurde von vornherein aufgelöst. Klack, klack, klack. Also Dreier, Zweier, Close-up. Und jetzt ist es immer mit Master. Und für manche ältere Schauspieler, die können sich das gar nicht mehr so, den Text gar nicht mehr merken für eine ganze Szene. Und da sie auch nur 10 Minuten Probe haben, ja, müssen sie in den 10 Minuten die ganze Szene. Das ist schon, also schon wenn ich es erzähle, merkt ihr ja, ist nicht viel Zeit. 10 Minuten für eine Szene. Und da haben sie recht, das kann problematisch werden. Das heißt aber auch nicht, dass wenn du die Szene 2 Stunden probierst, dass sie dann in jedem Falle besser wird. Das ist auch ein ganz komisches Phänomen. Es gibt den ersten Zugriff. Das machen solche Leute wie Clint Eastwood und Gene Jarmusch und so. Die probieren überhaupt nicht. Die setzen das Licht, Maske machen sie eh nicht und dann geht's los. Und dann gibt es welche, wie Kubrick zum Beispiel, fällt mir da ein, der minutiös probiert und bis zu 100 Klappen schlägt. Und das ist dann auch wieder sensationell. Ja? Aber dazwischen ist eine Grauzone. Und diese Grauzone, die ist gefährlich. Also wenn du diesen ersten Impuls nicht aufgreifst oder zerstörst, brauchst du eine Weile bis zum nächsten. Und wenn du dann 10 Minuten später oder eine Viertelstunde später aufhörst und drehst, bist du genau in der impulslosen Phase. Dann bist du genau in der Phase, nennen wir sie mal, zwischen Baum und Borke. Ja? Es ist emotional nichts, es ist ästhetisch auch noch nichts, es ist gar nichts. In dir ist nichts und außerhalb von dir ist auch nichts. Und dann, bitte. Das kann in die Hose gehen. Ja. Insofern ist das ein sehr, sehr, das kann man so in so einem Rahmen gar nicht wirklich abhandeln. Das ist ein wahnsinnig differenzierter Prozess. Ja. Also ich verstehe die, wie Clint Eastwood oder Jim Jarmusch gut, dass die sagen, komm, nimm den ersten Impuls und zieh durch. Ja. Genau. Wir können ja immer noch eine machen, wenn es unfassbar scheiße ist. Kann man noch eine machen. Heutzutage sowieso, weil das Material schon gar nichts mehr kostet. Ja. Also diesen Impuls verstehe ich. Und ich verstehe Kubrick, natürlich. Der hat da einen Tag an 3 Sätzen probiert. Und beide haben ja tolle Ergebnisse. Und beide haben tolle Ergebnisse. Genau. In der Grauzone liegt das Problem. Übrigens auch auf dem Theater. Das ist ganz ähnlich. Nurin? Danke. Was tun Sie denn alles in der Vorbereitung, um eine Figur zu sein? Also wie sieht da die genaue Herangehensweise aus? Also da ist ja so eine Rollenbeschreibung und was tun Sie als erstes? Was für Methoden wenden Sie da an? Ja, eine genaue, sogenannte genaue Herangehensweise in dem Sinne gibt es ja nicht. Also es ist schon sehr, sehr verschieden. Ich bin kein großer Vorbereiter. Es gibt einen Gegentyp Schauspieler, siehst du schon, wenn du ihre Bücher siehst, ja, die sind voll geschrieben. Ich habe dann sogar mal aufgehört, mir die Rolle anzustreichen. Also das ist ja das Minimum.
ist ihre Rolle mit so einem Textmarker, das habe ich auch noch aufgegeben. Weil ich immer mehr zu der Erkenntnis gekommen bin, das Ganze ist eins. Das ist ein Text, ein. Also es ist jetzt nicht zu übernehmen, also ich bitte davon abzusehen, die Methode zu übernehmen. Die hat sich auch herausgebildet. Also meine ersten Textbücher waren auch, da stand dann auch, geht nach links. Ist erregt. Das stand da alles drin. Ja, das habe ich dann eben irgendwann nicht mehr gemacht, weil ich es irgendwann noch nicht mehr brauchte, weil ich dann auch Gott sei Dank in Regionen gekommen bin, am Theater mit Leuten, wo jeden Abend alles neu war. Als ich diese Erkenntnis hatte, das war wirklich bei großen Regisseuren, die gesagt haben, Thomas, man wollte die Vorstellung gesehen, spielt ja genau das Gleiche wie zur Premiere. Ja, ja, sag ich, wieso nicht? Nein, das musst du immer neu greifen. Jeder Abend ist anders. Du spielst ja jede Szene gleich, da kann ich nur eine Diskette reinschieben. Als ich das begriffen habe, dass der Beruf so lebendig ist, dass du sozusagen jede Szene, jeden Abend, und bei Richard im Dritten war das dann, hatte ich es dann ziemlich perfektioniert. Ja, dann hatte man keine Vorstellung wie die andere. Ja, und da kannst du eben gar nicht mehr mit. Du ist erregt oder so. Dann kommst du damit nicht mehr weiter. Dann musst du wirklich, aber so baut sich dein Gehirn und deine Emotion baut sich dann auch in diese Richtung langsam um. Ja. Ja, also der Körper macht das mit oder der Geist oder die Seele im besten Falle, wenn sie es nicht mitmachen. Dann kannst du es eben so nicht machen. Da musst du eben weiter schön alles reinschreiben und immer das Gleiche machen. Dann bist du eben nicht geeignet für Halligalli oder so. Ja. Da musst du eben ordentlich spielen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, in so eine Abenteuerlandschaft da reinzugehen mit der Rolle, immer wieder neu, das ist großartig. Das ist auch riskant. Also du verkackst auch viel. Ja. Da gibt es eine wunderbare Geschichte. Ich weiß nicht, ob man den jungen Damen das erzählen darf, von Warren Beatty, der ein großer Schauspieler ist, der mal gefragt wurde, wie es kommt, dass er so viele schöne junge Frauen immer hat. Dann hat er gesagt, ganz einfach, ich gehe einfach hin und sage, wollen Sie mit mir schlafen? Ja, sagt er, man kriegt verhältnismäßig viel auf die Fresse, aber man vögelt auch viel. Und dieses Risiko in Bezug auf eine Rolle, das muss man schon gehen. Also man muss so aussieht wie Warren Beatty. Ja, dann kriegt man vielleicht gar nicht so viel auf die Fresse. Ja, ist vielleicht mehr Zustimmung im Raum. Ja, ja. Nein, also Vorbereitung ist eine sehr individuelle, um das mal seriös zu beantworten, ist eine sehr individuelle Geschichte. Das muss man rausfinden. Ja. Ihr dürft euch da auch nicht von der Schule oder von Schulen oder von Kollegen oder von Leuten präokkupieren lassen, die der Meinung sind, sie wüssten, wie es geht. Nein, nein, das musst du ganz für dich finden. Wenn du dein ganzes, ich hatte mal einen ganz tollen Kollegen, der hat auf jeder Seite 2, 3 Zeichnungen gehabt. Wunderschöne Zeichnungen. Die gar nichts unbedingt mit der Szene zu tun haben. Der hat alles umgesetzt in Bilder. Ja? Das sah vor allen Dingen großartig aus, dieses Textbuch. Also das sah toll aus. Aber offensichtlich hat es ihm auch irgendwas gebracht. Und ansonsten muss man sich eben vorbereiten, wie man denkt. Es geht ja von Method Acting bis zu Kollegen, die ich kenne, die bis 5 Sekunden, bevor die Klappe fällt, noch Witze reißen. Genau. Und dann heißt es bitte. Und dann spielen die so, hallo, na, wie geht's? Und so zack. Ja. Und der andere sitzt 2 Stunden in der Ecke und macht diese. Interessant ist und sehr witzig ist, wenn die zusammenkommen. Das ist dann der Anekdotenbereich. Da kann man Großartiges erleben, wenn ein Method Actor auf so einen Hallo-Dreh trifft. Ja.
Also bereite dich vor, wie du denkst. Das findest du ja auch dann raus im Laufe deines Berufslebens. Was ja, das findest du raus. Was eben nicht. Wie gesagt, wenn du ein eigenes System entwickelst und das funktioniert, weiß ich, das hat auch irgendein Trainer mal gesagt, ne, wenn es funktioniert, ist es richtig. Und das gilt ja bei uns auch. Wenn es funktioniert, stimmt es. Das kann man ja jetzt bei der Fußball-WM wieder sehen. Das ist ja nicht die WM der Mannschaften, die nach Konzepten spielen. Das ist eher die WM der Verrückten. Die wie die amerikanischen Cowboys da einfach 90 Minuten noch rennen. Bitte blöd. Alles umrennen, was sich in den Weg stellt. Und irgendwann ist die Pille drin. Und wenn da unsere Konzeptkünstler am Donnerstag nicht aufpassen, da brettern sie auch da drüber. Ich muss dann. Tschüss. Hat mich gefreut. Danke, ciao, dass du noch gekommen bist. Tschüss, Tegler. Bis dann. Also zu viel Konzept ist in allen Bereichen. Mit der Kunst sowieso. Heikel. Ja, aber wenn man zu viel Konzept hat, verliert man die Leidenschaft. Das ist ja klar. Ne? Schlimmstenfalls. Ja. Die Leidenschaft. Ja. Es gibt allerdings ganz große Leute, die können beides. Da habe ich auch schon ein paar kennengelernt. Das ist dann allerdings erstaunlich, dass Leute wirklich einen Plan haben und können den hundertprozentig emotional realisieren. Das ist schon toll. Vor Nuri hat sich noch jemand gemeldet? Arthur. So heißt mein Sohn, mit TH. Ohne H. Oh. Ich komme aus Russland und da lässt man das H weg. Da ist das auch ein gebräuchlicher Name. In Deutschland gibt es ihn nicht oft. Ja. Aber mein Sohn Arthur, heißt. Erzähl mal deine Geschichte. Welche? Was du mir vorhin erzählt hast. Ach so, ja, also das ist jetzt so was anderes, aber ja, von meiner Schauspielzeit, also vor 4, 5 Jahren habe ich ja als Komparse meine ersten Erfahrungen gesammelt und es war auch in einem Kinofilm, boah, ich durfte beim Kinofilm mitmachen damals, es war so das große Wow, wer nicht wir? Und da habe ich gelesen, haben Sie ja auch eine Rolle gespielt. Absolut, ja. Das ist doch der Vesper-Film über diesen... Genau. Über den Festtag heißt der, glaube ich, der, was der Augustin gespielt hat. Genau, den habe ich damals gespielt. Ich war sein Papa, der stirbt. Ja. Genau, das war... Papas sterben eben, das ist das Schicksal. Genau, aber meine eigentliche Frage war, Sie haben ja im Film Der Untergang mit Oliver Hirschspiegel gedreht und meine Frage ist, wie war für Sie so die Erfahrung mit ihm zu drehen? Also, mit Hirschspiegel selbst? Ja, also... Oder überhaupt? Einen Nazi zu spielen oder im Film, hat es Spaß gemacht? Und überhaupt. Das kann man ja in Deutschland nun immer mal treffen. Mich jetzt wahrscheinlich nicht so, aber... So ist es in der Zeit spielen. Ja, du weniger. Ja, ich nicht. Man wird schon noch fertig war, da musste der Regisseur erstmal hinter die Wand und da wurde irgendwas besprochen. Da zieht sich mal Erkenntnis und dann kam er zurück, der Regisseur, und hat neue Anweisungen gegeben. Also es hatte schon sehr eng was mit Eichinger zu tun. Das war, glaube ich, die Besonderheit von dem Film. Ja, was macht denn, also was finden Sie, was macht einen guten Schauspieler aus und welchen, also haben Sie einen deutschen Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin? Ja, ich habe schon ein paar, die ich sehr gut finde. Also Hübner gehört auf jeden Fall, der war schon hier bei euch. Ja, ja. Hübner gehört, hatte ich vorhin schon gesagt, gehört mit Sicherheit dazu. Matthias Brandt, wenn ihr den kennt, es gibt so ein paar sehr spezielle Schauspieler, die nicht ganz zu denen gehören, die da immer so ganz vorne, also sind weniger in der Bunten und in Gala zu finden, aber da gibt es schon einige gute. Ja, ich denke schon, dass mir persönlich sehr gefällt, wenn die Schauspieler bei sich sind. Also wenn ich von ihnen was mitkriege. Also Rollen spielen, das kann irgendwie ja im Grunde jeder. Ja. Aber den Mut zu besitzen, sich selbst in der Rolle aufzulösen oder umgekehrt, die Rolle in sich aufzulösen, das ist schon der interessantere und seltenere Teil des Berufes. Also die meisten können einfach ihren Beruf. Das ist aber auch in allen Berufen so. Also der Durchschnitt kann natürlich seinen Beruf
Also sie können gehen und sprechen und im Theater auch laut genug und vor der Kamera auch leise genug. Also das können sie eben. Das ist ja auch nicht. Das habe ich in dem Artikel, den ich euch ans Herz lege, im Aprilheft von Theater der Zeit. Das ist schon eine Weile her. Da ist ein ziemlich großer Artikel von mir drin zu dem Thema Ausbildung. Und da versteige ich mich also der Bemerkung, dass jeder durchschnittlich intelligente Mensch die Technik des Schauspielers in atemberaubender Geschwindigkeit erlernen kann. Ob das dann zum Ergebnis Schauspieler führt, ist eine andere Frage. Aber das, was wir Technik nennen, also verständlich zu sprechen und gerade zu gehen und ich meine, wo soll denn da das Problem sein? Das verstehe ich nicht. Wenn man es mal richtig zu Ende denkt. Aber die machen das natürlich ganz geschickt an den Schauspielschulen. Die bauen diese Technik auf zu etwas völlig Kaisers neue Kleider, wenn du weißt, was ich meine. Das ist alles, du denkst, das ist nur Sprechen. Nein, also, ich kann überhaupt nicht sprechen, ich kann überhaupt nicht gehen, ich kann überhaupt nichts, ich bin eine Null. Und dann haben sie dich. Weil du dann anfängst zu verkrampfen, zu üben und irgendwann bist du dann so, wie sie dich eben gerne hätten, wie dich nur sonst keiner will. Du kommst dann zum ersten Vorsprechen, das moderne Theater hat sich nämlich auch verändert, das haben die nur noch nicht so gemerkt. Da kommst du zu einem jungen Regisseur, es gibt ja in eurem Alter auch schon Regisseure. Kommst du zu so einem jungen Regisseur und sprichst vor, das sagt, sag mal, habe ich dir vorhin erzählt, ja? Wie sprichst du denn? Ja, das sagt er, ich spreche so, wie sie es mir auf der Schauspielschule dabei gebracht haben. Ja, der Regisseur, das ist totale Scheiße. So kannst du bei meinem Stück auf keinen Sarah Kane, sagen wir mal. So kannst du denn Sarah Kane nicht sprechen. Das geht überhaupt nicht. Ja, wie denn? Ja, ganz normal eben. Und er sagt, ich mache jetzt 4 Jahre auf der Schauspielschule, da haben sie mir ganz normal abtrainiert. Ja. Ja, jetzt komme ich hier nach 4 Jahren her, soll ich wieder ganz normal sprechen. Das ist doch absurd. Ja, also da gibt es schon in diesem ganzen Ausbildungsbereich, gäbe es vieles zu besprechen, aber die Schulen sind natürlich daran interessiert, zu existieren. Da sind auch ganz viele, das ist ja nicht wie hier, dass das selbstgewähltes Leid ist, die sind ja ganz viele so halbbeamtete Leute. Die haben ja sonst nichts. Als Schauspieler kommen sie nicht mehr vor. Richtig. Ja, die sind ja heilfroh, dass sie da bis zum 65. sich da durchmauscheln können. Und darum wollen sie die Schulen auch nicht schließen und auch nicht verändern. Schließen sollen sie ja gar nicht, aber modifizieren. Ja. Dringend muss die Ausbildung verkürzt werden. Du kannst nicht Leute mit 20 Jahren holen, mit 24 rausschicken und dann sind ihre 4 besten Jahre weg. Es gibt nämlich Schauspieler, die haben ihre 4 besten Jahre zwischen 20 und 24. Das gibt's. Ja, definitiv gibt's das. Und die kommen dann mit 24 raus und wissen nicht mehr, wo hinten und vorne ist. 4 Jahre ist viel zu viel. 2. Man muss sogar überlegen, das letzte Jahr dann schon, das zweite Jahr dann schon freizugeben für, wenn einer was drehen kann oder Theater spielen kann. Also es muss viel enger wieder an die Praxis ran. Wir machen sehr viel Projektarbeit. Von Anfang an Projektarbeit und mein Lieblingskind Rezitationen. Ja. Aber nicht mit mir. Und ich sage nie wieder ein Gedicht auf. Da ist genau der Punkt, den du auch angesprochen hast. Ich will die Seele, das Herz. Ich trenne mich vom Gedicht, wie du es in der Schule gelernt hast, sondern spüre, was du sagst. Und das machen die so toll. Ich habe eine tolle Gruppe, alles außerhalb der Schulzeit auch. Wir haben viele Projekte, die nach der Schulzeit noch, wer schafft zeitlich, macht mit. Ja, das ist gut. Das ist wunderbar. Wunderbar. Und wir haben wirklich Erfolg damit und die Schüler hauen sich da rein mit ihrer ganzen Seele. Das scheint wirklich ein tolles Modell zu sein. Ja, fantastisch. Weil es ist wirklich so, dass die Ausbildung ist in einer Krise. Also ich darf euch gar nicht wiedergeben. Das wäre auch ganz unproduktiv für euch, was über Schauspielschüler in der Praxis geredet wird, ja, was Regisseure und was die über Absolventen sagen, das ist einfach, die haben einfach richtig schlechte Karten, weil sie sind auch nicht beliebt, sie kommen auch mit einem unglaublichen Know-how an, ja,
und hauen das da raus. Und alle anderen, die das 30 Jahre gemacht haben, die stehen drum rum und kratzen sich am Kopf und denken, du dicke Scheiße. Also das ist, da gibt es mittlerweile ein großes Missverständnis zwischen Ausbildung und Praxis. Es scheint aber nicht wirklich jemanden zu ultimativ zu interessieren. Also es gibt keine, ich sehe keine, also dass es andere Projekte gibt, ja. Aber ich sehe im staatlichen Bereich keine Veränderungstendenzen. Eher noch zu befürchten, die hängen noch ein Jahr dran und dann sind sie irgendwann 5 oder so. Ja, das würde mich auch nicht wundern. Also 4 ist zu wenig. Da kriegt man den Menschen nicht gebrochen und neu aufgebaut. Da brauche ich 5 Jahre. Ich bin so froh, dass du das so offen ansprichst. Denn wir haben zu kämpfen gehabt, als wir auf den Markt gegangen sind mit einer 2-jährigen Ausbildung. Da haben viele Menschen die Nase gerümpft und gesagt, es kann nichts werden. 2 Jahre, da kommt nichts mehr raus. Wir haben aber unsere eigene Philosophie, von der ich dir vorhin erzählt habe. Ja. Und die Früchte sind schon da. Es passiert. Wir brauchen noch ein paar Jahre. Aber da sitzen Nachwuchsschauspieler, ich bin ganz sicher, der ein oder andere sowieso wird es richtig schaffen und alle anderen werden auch glücklich in diesem Beruf. Weil wir eben anders arbeiten. Also arbeiten natürlich. Ja, aber was du jetzt sagst, dass das alles so schwierig ist, es gibt so eine Akademisierungswut in Deutschland, die ist vor allen Dingen in Deutschland. Also was nicht akademisch ist, ist scheiße. Ja. Das ist deutsch. Und das ist aber auch komplett falsch. Dieser Beruf eignet sich nur sehr partiell zur Akademisierung. Da gibt es ja, ihr habt ja sicher auch mal mit der Theatergeschichte zu tun gehabt, da gab es ja mal eine verheerende Maßnahme von einer Schauspielerin, die Frau Neuber hieß, auch die Neuberin genannt. Die hat damals im Zusammenhang mit Herrn Gottsched, Herr Gottsched war ein ja, heute würde man sagen Dramaturg, haben sie den Harlekin von der deutschen Bühne vertrieben. Zu der Zeit ging es nicht ohne Harlekin, also es war so Klamauk und dann kam immer der Harlekin und haute hier mit der Pritsche da alle von hinten auf den Kopf und machte da seine Mätzchen und so. Und das gefiel denen nicht mehr. Das waren gebildete Leute. Und die haben dann im Rahmen der Aufklärung, und da geht es dann vor allen Dingen über Lessing, haben sie diese Akademisierung installiert. Und die ist immer schlimmer geworden. Und die ist nie hinterfragt worden. Also das war dann einfach das Gesetz, Schauspieler, da muss man Abitur haben und da muss man studieren. Keiner hat sich mehr getraut zu fragen, warum. Und so braucht ein Schauspieler unbedingt Abitur. Sieht man das später? Sieht man das überhaupt später? Also es gibt da einen Haufen Fragen, die keiner mehr stellt. Weil es ist eben 4 Jahre. Und es wird eben Sprecherziehung gelehrt. So wie vor 100 Jahren. Ja, warum? Warum? Immer noch bla bla blu blu blä blä. Also, warum ist das immer noch so nach 100 Jahren? Warum gibt es noch Fechten? Ich habe mit einem ganz tollen Kollegen gearbeitet, der ist Fußballer gewesen früher, Jimmy Hartwig, ein dunkelhäutiger Fußballer vom HSV. Der ist jetzt auch schon 60. Und der hat mal in einer Inszenierung von mir mitgespielt. Das war sein erster Auftritt als Schauspieler. Und da musste er natürlich auch ein Interview geben. Und da haben sie ihn gefragt, was unterscheidet Sie von einem richtigen Schauspieler? Und da hat er den genialsten Satz gesagt, den ich zu dem Thema je gehört habe. Da hat er gesagt, oi, das ist ja Offenbecher, also hat ein bisschen Frankfurter Dialekt. Oi, ein Schauspieler kann fechten. Das fand ich großartig. Als einzige Unterscheidung zwischen ihm und einem richtigen Schauspieler kann man fechten. Also das sind so Relikte. Ja. Also ich bin jetzt 65 und bin jetzt 45 oder mindestens 40 Jahre Schauspieler. Ich habe noch nicht ein einziges Mal gefochten.
Ja, gut, du hattest ja schon gesagt, ich bin nicht das Fach, was seine Liebste verteidigen muss. Aber ich habe kein einziges Mal gefochten und ich habe mich gequält in dem Scheißunterricht damals. Ich war übrigens nur 3 Jahre. Das ist mehr geworden, fällt mir gerade ein. Ich habe 3 Jahre gemacht. Als Fußball, also Schauspieler, war damals 3 Jahre. Damals 3, jetzt inzwischen 4. Jetzt sind es 4. Und jede Woche 3 Mal fechten, ja. Furchtbar. Und immer so Montag früh um 8, weißt du. Ich habe es nie wirklich verstanden. Ich habe immer auf die falsche Stelle gehauen. Falsch gedeckt und so. Und ich dachte schon, das kann ja mal ein Debakel werden, wenn du mal fechten musst. Nichts. Sinnvoll war Reiten. Das hatten wir nämlich auch. Fakultativ. Also fakultativ heißt am Wochenende. So was ihr vorhin beschrieben habt. Projekte, ja. Da haben wir Reiten gelernt an der Filmhochschule in Babelsberg. Sind wir da immer hin. Das hat sich gelohnt. Da musste ich ein paar Mal hoch auf den Gaul und da konnte ich ein gewisses Know-how verwenden. Aber sonst gibt es eine Unzahl von Fächern, die müssen alle auf den Prüfstand. Die müssen alle genau hinterfragt werden. Aber das macht keiner, weil es zu viele Interessenten gibt, dass es so bleibt, dass alles so bleibt. Zumindest bis sie in Rente gehen. Dann kann der ganze Kram da zusammenbrechen, aber bis sie in Rente gehen, soll alles so bleiben. Scheiße. Ja. Du musst leider. Oh ja, wir müssen. Leider zum Ende kommen. Eine Frage? Wann unterrichtest du übrigens? Das mache ich definitiv nicht. Das ist vorbei. Sind wir dann Feinde? Nein. Das glaube ich nicht, eben nicht, weil wir anders unterrichtet. Ja, ganz schön. Aber wir können ja mal drüber telefonieren, aber also momentan bin ich da eher noch nicht wieder so. Außerdem sind wir dankbar, dass das zumindest heute ja. Außerdem weiß ich auch wie immer nicht so richtig, was ich gleich. Ich weiß immer nicht so richtig, was ich eben lehren soll, was ich vermitteln soll. Das weiß ich nicht. Ich wusste es mal. Das ist das Schlimme, dass man, ich hätte nie gedacht, dass man im Alter immer weniger weiß. Ich dachte, da ist man dann so ein richtiger Schlaumeier. Stattdessen hat man alles mal gewusst. Vor 20 Jahren hätte ich richtig schöne, klare Antworten zu allem geben können. Ja. Jetzt denke ich, ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sag. Ja, was ich jetzt noch ganz interessant finde zu fragen ist, jetzt, wo wir oder halt die meisten von uns jetzt noch so ganz am Anfang irgendwie spielen, was da wichtig wäre noch für uns zu beachten, wenn man so, also einfach wenn man jetzt gerade anfängt, gerade erst reinkommt, was vielleicht ganz gut wäre, einfach was man sich im Kopf behält oder wo man überhaupt startet und worauf man achtet und so. Also nicht als Schüler, sondern als Absolvent. Nee, als Absolvent, genau. Auch schwer. Also ich glaube, erstmal ist es wesentlich, dass man sich nicht sofort von einem Angebot, was nicht ganz dem entspricht, was man sich, also Kassel oder Essen, was sich nicht ganz dem entspricht, was man dachte, dass man sich davon nicht demoralisieren lässt. Das ist extrem wichtig. Also da kenne ich richtig schreckliche Karriere, beziehungsweise eben Nicht-Karriere. Es ist überhaupt so, dass die Karriere einen ganz hohen Seltenheitswert hat. Also von all meinen Studenten ist einer, nämlich David Striesow, wirklich ein richtig sehr guter, anerkannter Schauspieler geworden. Dann gibt es ganz, ganz viele, die schon noch irgendwie dabei sind, ja, und die auch Spaß haben wahrscheinlich, aber die man eben nicht kennt. Man kann das Wohlbefinden in diesem Beruf nicht an den Bekanntheitsgrad koppeln. Wenn man das macht, dann wird man definitiv unglücklich. Und wenn man das nicht in den Griff kriegt, dann sollte man auch wieder aufhören nachdenken. Also wenn man das überhaupt nicht, ich kenne auch Beispiele, wo Leute ihre Kommilitonen im Fernsehen oder so nicht sehen können. Die möchten am liebsten den Fernseher zertreten, stürzen ins Nebenzimmer und heulen 3 Stunden.
In diesem Falle würde ich denken, da sollte man sich mal in Ruhe nochmal mit sich selber beschäftigen. Ich habe vorhin von meinem glücklichen Naturell gesprochen. Das ist wirklich ein glückliches Naturell. Ich bin für dieses Naturell auch unendlich dankbar, dass es mir, wenn ich es mal ganz salopp formuliere, am Arsch vorbeigeht, was die von mir denken. Ja. Bitte schön, wenn Sie dabei sind, ich bin eine riesengroße Pflaume. Ich bin eine riesengroße Pflaume. Riesengroß bin ich definitiv, bin ich immer nur eine Pflaume. Ja, mein Gott, das ist natürlich... Mein Gott, ist das schön, wenn man es mal überlegt, dass man da das zur Kenntnis nimmt und vielleicht sogar noch herzlich drüber lachen kann. Ja, und dass der Kollege Erfolg hat, sich herzlich darüber freuen kann. Selbst wenn er das größte Arschloch aller Zeiten ist, das gibt es ja auch. Dass man sagt, guck mal an, er ist ein riesiges Arschloch, aber das spielt er gut. Und wenn man die da, also das ist... streift den psychologischen Bereich. Ich würde allerdings dringend davon abraten, könnt ihr trotzdem alles machen, von außen. Wenn man dann angefangen hat und man merkt, dass es psychisch ein bisschen drunter und drüber geht. Ich würde immer raten, das in dem Beruf, das auf die Bühne oder vor die Kamera zu bringen. Siehe Kinski. Das war wahrscheinlich der Bekloppteste von allen und wahrscheinlich war er nie beim Psychiater. Weil er hat das wirklich woanders abgeladen. Ja? Und das ist unser aller Freude. Ich würde gerade die Mädchen, ja. Ich würde dringend nicht empfehlen, zu schnell wohin zu gehen und sich auszuheulen. Erstens ist dieser Markt auch ähnlich voll wie unserer. Und die Qualitätsunterschiede sind auch ähnlich so groß wie in unserer Branche. Da gibt es einfach viele, die setzen sich hin und sagen, ich kann dir helfen und sie können dir gar nicht helfen. Also entweder schmeißt du dein Geld raus, wenn es privat ist, oder schlimmstenfalls wird es noch schlimmer. Also das würde ich nur nach intensivster Beratung mit wirklich Figuren, denen man vertraut, würde ich mich in sowas begeben, wenn es gar nicht mehr anders geht. Sonst würde ich es auf die Bühne schütten, das Leid. Auf die Bühne kippen und vom Leder ziehen. Rücksichtslos. Da müssen auch die Kollegen durch, da haben sie Pech gehabt. Ja, ist so. Eine gewisse Rücksichtslosigkeit gehört eh dazu. Du kannst keine Rolle so kreieren, dass es wirklich auf den Punkt ist, ohne dass du drei, vier Leuten wehtust. Das geht überhaupt nicht. Also Everybody's Darling kannst du knicken in dem Beruf. Das geht nicht. Du solltest immer ein freundlicher, höflicher, netter Mensch sein. Das ist überhaupt keine Frage. Die Bemühung darum, die gehört ja schon zur Erziehung. Aber du musst damit rechnen, dass es Momente gibt, wo du sagen musst, jetzt gehst du hier weg, sonst kracht's. Und da musst du dann eben auch durch. Das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu zu sagen habe, weil die psychischen Belastungen in dem Beruf sind erheblich. Also da müssen wir gar nicht lange drum herum reden. Die sind erheblich bis unaushaltbar. Und da müsst ihr, für die Jungs ist besser. Irgendwie ist es für die Jungs besser, ich weiß auch nicht warum. Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, warum es für die Jungs besser ist. Weil es eben auch mehr Männerrollen gibt wahrscheinlich. Es gibt sicher auch ein paar ganz einfache Erklärungen. Und die Mädchen sind eben auch viel sensibler und, wie ich festgestellt habe, auch ehrgeiziger. Ja, das stimmt. Also wenn ich meinen Ehrgeiz in meinen Anfängerjahren betrachte, dann fand ich ja in Ohnmacht. Mir war ja im Grunde alles scheiße. Solange es eine Rolle gab und nach der Vorstellung schön zusammengesessen wurde und vielleicht ein paar Mädels noch in der Nähe waren, da war ich als Anfänger, das hat mir vollkommen ausgehauen. Wenn ich mir das heute überlege, aber wir reden über 73, 1930 ist eine andere Welt, ja. Und schon damals waren unsere Mädchen so derartig ehrgeizig. Wir konnten gar nicht lachen, wenn wir dann wieder halbe Soft noch zur Probe kamen. Was ist denn wieder mit dir? So, schön, ja. Nichts ist schön, das ist ja furchtbar. Also für die Mädchen ist es wahrscheinlich auch insgesamt schwieriger, der Beruf, sich durchzusetzen oder
so bei sich zu bleiben, das ist nicht so leicht. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich keins leider bin. Gut. Die letzte. Nee, ich glaube, ich habe jetzt. Ja. Wir müssen es wirklich. Ja. Ja. Alles Gute und ich gehe davon aus, dass wir uns irgendwie mal wiedersehen.